Haben Sie schon von den Einbrüchen in und um Tempo gehört? Mhm. Ja. Was bei uns in der Straße. Ach, was ist denn da passiert? Ich weiß nur, dass eingebrochen wurde. Und dass jetzt jeden Tag die Polizei bei uns vorbeifährt. Voriges Jahr war es hinter uns in dem Haus. Also unsere Gegend muss beliebt sein. Wir sind ganz überrascht, wir waren ja nicht da. Mein Sohn war zu Hause und der hat sich gewundert, warum die Katze reinkommt, wo er sie doch eingesperrt hat. Aber es ist schon eine Weile her. Aber da haben sie meinen ganzen Schmuck geklaut. Ich weiß, wo eingebrochen wurde. Okay. Meistens in einzelnen Häusern. Ne? Und wir waren schon fast selber auch fällig. Aber wir haben nochmal Glück gehabt, unsere Nachbarn, da wurde eingebrochen. Und auf jeden Fall sind sie über die Terrassentür rein. Am helllichten Tage sogar, hätte man jetzt nicht so gedacht, ja, aber sie haben es geschafft und haben so wahrscheinlich so Kleinkram mitgenommen, so Schmuck. Ja, die legen ja viel Wert auf Schmuck, habe ich so gehört. Alles, was glänzt. Auch bei mir zweimal im Laden. Ja? Ja, aber ist schon ein bisschen her jetzt wieder. Fühlen Sie sich denn bei sich zu Hause noch sicher? Bei mir ist nur so. Okay. Deswegen fühle ich mich relativ sicher. Eigentlich schon. Also wir sind Mehrfamilienhaus und da sind wir eigentlich ganz gut abgesichert. Bei mir zu Hause, ja, in der Wohnung fühle ich mich schon an und für sich ganz sicher. Bloß jedes Mal, wenn ich also zum Auto will, da kommt mir dann noch schon ein bisschen komisch vor. Es könnte ja wieder was passiert sein, weil mir ist also in den letzten 3 Jahren zweimal Auto aufgebrochen. Ne? Ja, man macht natürlich ein bisschen mehr als früher. Früher hat man nicht so viel oft die Tür abgeschlossen. Ne? Und heute schließt man die immer ab. Naja, jetzt wieder. Ich habe eine Alarmanlage. Also Sie haben jetzt ein bisschen umgerüstet. Ja, ja, ja. Alarmanlage mit Wachschutz durchs Geschäft eben. Ne? Ja, ich wohne ja im großen Block. Ich denke mal, wenn ich auch unten wohne, dass es mich nicht erwischt. Wir machen jetzt immer schön die Jalousie zu von der Terrassentür und mehr kann man ja nicht machen. Ne? Also Sie fühlen sich sicher? Da bin ich ganz sicher. Was haben Sie denn so für einen? Haben Sie irgendeinen Tipp, wie man sich vielleicht... Ja, erstmal viel Licht, Bewegungsmelder und dann natürlich die Haustüren und alles ordentlich verschlossen, wie es sich gehört. Fenster verriegelt, besser kann man es nicht machen. Warum denken Sie, ist denn unsere Region so attraktiv für die Einbrecher? Weil alte Leute hier wohnen. Ist doch alles überaltert. Ja, das merkt kein Mensch, wenn da was eingebrochen wird. Ja. Und wir haben eine große Tanne vorm Haus zu stehen. Also da sieht man das nicht, wenn da irgendjemand ans Schloss fummelt und so weiter. Ja. Naja, ich glaube, weil die Leute doch ein bisschen auf ihr Hab und Gut achten und dadurch ein bisschen gut aussehen. Und dann denken sie, das was zu holen. Dicht und dicht an der Autobahn alles. Ne? Ich meine, die Fluchtwege sind leicht. Naja, was soll man noch dazu sagen? Naja, man kann im Umland eigentlich schnell verschwinden hier, wa? Das ist das. Ich meine, vielleicht auch diese Banden, die das hier auch, das ist ja auch meistens sind das ja auch Banden, ne? Die da diese, und die das schon vorher ausspähen. Denken Sie, dass die Polizei genug tut, um den Schutz zu gewährleisten? Also ich denke, dass Polizei sowieso mehr, dass wir mehr Polizisten brauchen. Weil die ja ewig weit weg sind, ehe man so ruft. Ja. Und ansonsten muss auch jeder ein bisschen was selber tun oder die Nachbarn gegenseitig aufpassen. Also Polizei auf der einen Seite, klar, wünschen sich die Bürger das. Auf der anderen Seite sagt man, zu wenig Beamte. Es ist überall das Gleiche. Die sind nicht genug präsent. Ich kann das sehr gut von meiner Küche aus beobachten, dass die sehr, sehr wenig auf der Straße zu sehen sind. Hallo, passt du gut auf dein Zuhause auf? Mhm.